Rassismus, Gewalt, Ausbeutung. Das sind die Auswüchse des deutschen Kolonialismus. Von Großmachtfantasien getrieben, ergreift das Deutsche Kaiserreich Ende des 19. Jahrhunderts in Teilen Afrikas die Kolonialherrschaft. Zu den Kolonien gehörten das heutige Tansania, Kamerun, Namibia, Burundi, Togo und Ruanda. Mit dem Kolonialismus einher und letztendlich auch eine starke Antriebskraft war das Gefühl der eigenen Überlegenheit. Also gerade im 19. Jahrhundert haben sich natürlich auch Rassetheorien sehr stark entwickelt und ein sehr starkes Überlegenheitsgefühl der Europäer. Dieses Überlegenheitsgefühl, diese Huspe, also dieser Wahn war natürlich auch sehr wichtig, um zu erklären, warum man da einfach so hinging und glaubte, sich auch alles irgendwie nehmen zu können. Zahlreiche Kulturschätze wurden während der Kolonialzeit von Afrika nach Deutschland gebracht. Heute befinden sich viele von ihnen in Berlin, im Ethnologischen Museum. Ab 2019 sollen die Exponate im neuen Berliner Schloss ausgestellt werden, im sogenannten Humboldt-Forum. Dagegen gibt es Protest. Zum Beispiel von kritischen Initiativen wie dem Bündnis No Humboldt 21. Die Aktivisten fordern eine öffentliche Debatte. Dürfen wir Kulturschätze behalten, die während der Kolonialzeit im Berliner Schloss gesammelt wurden? Die Rückgabe von diesen Objekten, die hier, man weiß es, wie ich das gesagt habe, sind gestohlen oder geraubt. Oder mit Gewalt geplündert und. Wir fordern die. Aber wir wissen ja auch, es wird schwer. Die Sammlungen sind nun einmal in einem Zeitalter des Kolonialismus entstanden. Es war schon ein Denken, dass man im Grunde die Welt sammeln muss, die Hinterlassenschaften zusammentragen muss, bevor sie gerade im Zuge von Kolonialisierung, Modernisierung, Christianisierung im Grunde verschwinden. Jetzt haben wir diese Sammlungen bei uns. Nun kann man nicht sagen, das würde man sich so einfach machen, das muss alles zurückgegeben werden. Wenn es unrechtmäßig erworben worden ist, gestohlen worden ist, mag das ein Weg sein. Aber ich kann nicht immer voraussetzen, dass Dinge aus anderen Ländern, die in Deutschland und Europa sich befinden, automatisch in einen Unrechtskontext gehören. Das ist im Grunde ein unglaublich provinzielles Denken. Das ist etwas grob vereinfacht, auch so ein bisschen scheinbar das Konzept des Humboldt-Forums zu sein. Dass man die Sachen zwar irgendwie ausstellt und irgendwie dann auch Leute aus den Regionen herholt, sich beraten lässt und deren Perspektive auf die Objekte mit einbezieht, aber um Gottes Willen jetzt nicht die grundsätzliche Frage stellt, wem gehören die eigentlich, was repräsentieren die, wer hat das Recht, die auszustellen, sind die national oder global, ne? Also und wie geht man damit um? Es ist definitiv für mich nicht nur eine Frage des Rechts, es ist für mich eine Frage einer gesellschaftlichen Aufarbeitung von Vergangenheit, die wir haben und an der wir teilhaben und die wir reproduzieren. Und wir reproduzieren gewisse ungerechte Strukturen, je nachdem, wie wir entscheiden, wie wir mit, auch wenn wir persönlich dafür keine Verantwortung haben, können wir uns davon distanzieren und können entscheiden, dass wir solche Strukturen wie eben koloniale Strukturen nicht wieder schaffen wollen oder reproduzieren wollen. Aber mit einem gewissen Verhalten kann man sie eben doch auch reproduzieren. Sicher ist, dass die Debatte nicht nur in Berlin weitergeführt wird. Faço de nenhuma lamento será. Faço de nenhuma gavilanga para.